Eines der erfolgreichsten italienischen Unterseeboote, Barbarigo, mit seinem Kommandanten Kapitän zur See Enzo Grossi auf Feindfahrt. Angriff auf einen feindlichen Geleitzug. Kapitän Grossi am Seerohr. Kapitän Grossi versenkte bisher außer mehreren Transportern zwei amerikanische Schlachtschiffe, die Maryland und die Mississippi. Rückkehr nach siegreicher Feindfahrt. Italienischen Schlachtschiff im Mittelmeer. Offiziere der italienischen Kriegsmarine erhalten aus der Hand eines deutschen Admirals das ihnen vom Führer verliehene Eiserne Kreuz. Ein deutsches Unterseeboot läuft nach erfolgreicher Feindfahrt im Mittelmeer in seinen italienischen Stützpunkt ein. Der Kommandant, Kapitänleutnant Kraus, meldet sein Boot dem italienischen Hafenkommandanten. Nach 6 Monaten gemeinsamen Einsatzes der deutschen und italienischen Kriegsmarine im Mittelmeer, der Herzog von Aosta überreicht Kapitänleutnant Guggenberger, der mit seinem Boot dem britischen Flugzeugträger Ark Royal versenkte, die italienische Tapferkeitsmedaille. Die gleiche Auszeichnung erhält Kapitänleutnant Freier von Thiesenhausen, der das britische Schlachtschiff Barham auf den Meeresgrund schickte. Auszeichnung von verdienten Besatzungsmitgliedern. In der Mitte der erfolgreiche italienische U-Bootskommandant, Fregattenkapitän Fürst Borghese. Vom Kriegsschauplatz in Afrika. Schwere Einheiten der italienischen Kriegsmarine sichern einen Geleitzug nach Tripolis. Britische Zerstörer greifen an, klar zum Gefecht. Dort sind die Briten. Einschläge der feindlichen Artillerie. Zerstörer sind abgewehrt. Der Geleitzug hat ohne Verluste die afrikanische Küste erreicht.